So, meine Damen und Herren, willkommen wieder hier zurück zu einer Runde Minecraft Time. Heute auf dem Cytoxin-Server bei einer Runde Mario Party. Ich habe seit Ewigkeiten kein Mario Party mehr gespielt und dachte mir so, ja, lassen wir uns mal heute spielen, und zwar Death Cube. Ja, wenn ich dran denke, ist auch der Cytoxin-Name unten verlinkt. Aber so wie ich mich kenne, habe ich das bestimmt vergessen. DevCube, wer kennt das nicht? Hier muss man ihn sich jetzt durchbauen mit diesen komischen Seedingern hier. Und am besten ganz, ganz schnell weit oben sein. Das ist eigentlich das Ziel davon. Oder auch einfach nach unten hüpfen und verlieren. So, wenn man keinen mehr hat, kann es ganz gut möglich sein, dass man hier eigentlich so gut wie verloren ist. Oder einfach den ganzen Weg zurückbauen muss. Und es scheinen auch welche aus. Okay, das ist für mich neu, dass hier welche ausscheinen können. Bin ich so schlecht in dem Spiel. Das ist ja schon schmerzhaft, so wie ich spiele. Okay, 13. Platz. Ich habe das echt nicht geschafft. Ich glaube hier irgendwie die Sache hier nicht, aber... Beziehungsweise ich springe zu oft runter. Und nein, das ist meine Strafe dafür. Okay. Feld 6. Auch nicht schlecht. Welche Platzierung bin ich? Bestimmt irgendwie so eine Art Letzter mit. Ja, ich bin 6. Es geht. Shisha. Okay, Leute, das können wir gleich überspringen. Das ist das Einzige, wo ich gleich sagen kann, ich werde sowas von verlieren. Vor allem, ich kapiere nicht, warum manchmal meine Maus irgendwie rumspinnt. Das kapiere ich überhaupt nicht. Irgendwie zu viel Spannung drauf oder sowas. Ich weiß es nicht. Na, vielleicht kann mir das einer erklären. Ich habe in letzter Zeit sowieso sehr viel Probleme mit meiner Maus. Also wie gesagt, mein persönlicher Rekord. Ich bin 5. Platz vorhin, zwischendurch 4. habe ich gesehen, aber 22, 28 wollen, das hätte ich nicht so richtig geschafft. Vor allem, das ist so wirklich eine ganz kleine Runde jetzt, die ich hier spiele. Das ist eigentlich nur so eine Runde zum Zeitvertreib. Browserfeld, bitte vor, aber... Oh, ich gehe nach vorne, das ist geil. Wie gesagt, eigentlich so ein kleiner Zeitvertreib. Außerdem, ich möchte nicht immer das Gleiche bringen. Ich möchte jetzt immer wieder ein bisschen Abwechslung bringen. Ich möchte nicht dauerhaft zwei Videos am Tag bringen. Dadurch, dass ich ja jetzt ein bisschen mehr schneide und sowas. Trotzdem versuche ich jetzt eben mehr zu machen. Das ist nervig, wenn man überhaupt nichts sieht oder so. Oder wenig sieht, sagen wir mal. Sagen wir es mal so, scheiße. Boah, noch nicht mal springt davon oder was? Das ist ja richtig fucking shit. Also anscheinend kann man springen, aber irgendwie ist mein Pferd gerade nicht gesprungen über die Spinnenweben. Wer weiß warum? Nein, aber nochmal zurückzukommen. Ich versuche, wie gesagt, jetzt jeden Tag ein bisschen mehr zu bringen. Und ich schneide wirklich jetzt viel mehr. Also ich merke doch schon, dass ich damals überhaupt nichts gemacht habe an Videos schneiden oder sowas bearbeiten. Ich sitze ich eine Stunde. Ich bin runtergefallen, okay. Hätte eh nicht mehr gebracht, aber okay. Ich sitze jetzt so gut eine Stunde am Video dran. Und ich mache noch nicht mal Thumbnails. Das muss man sich überlegen. Eine Stunde so. Die letzten Folgen, die sind eine Stunde hochgeladen ungefähr. Also 2 Stunden schon mal und das Spiel noch dazu. Also 2,5 Stunden kann man schon rechnen. Das Spiel, was ich hasse. Also man kann schon so fast 3 Stunden rechnen, die ich brauche zum Zocken. Oder zum Video fertig machen. Das ist doch schon ziemlich krass. Oh, das war falsch. Nein, also sowieso, also Mario Party mache ich ja seit Ewigkeit nicht mehr. Und ich versuche jetzt eben die Projekte nochmal so alle irgendwie nach und nach so nochmal aufzuerleben. So, wir versuchen jetzt hier mal was zu packen. Aber wenn ich natürlich im Boden festhänge oder sowas, geht überhaupt nicht. Wow. Ich bin 2. bis jetzt. Das ist recht gut. Ich bin 3. Ich bin 4. Scheibenkleister. Vor allem im Stream kann ich das ja überhaupt nicht machen. Also das wisst ihr ja alle, dass ich im Stream nichts in Richtung Aufnahme machen, Online-Spiele machen kann. Also alle, die mich relativ auf Dings angucken, auf Twitch, wissen das. Oh, jetzt gerade, wo ich meine Angel benutzen wollte.
muss mehr mit. Das habe ich sowieso schon am Anfang gesagt gehabt, dass ich mehr mit den 1 und so weiter, aber ich bin Sechster. Mich würde natürlich auch interessieren, was ihr mit einer 2 anfangen würdet. Oder natürlich mit dem Spiel Farbschlacht. Farbschlacht ist natürlich ein geiles Spiel. Das kann ich selbst, wenn ich leck gespielt. Jetzt nicht falsch verstehen. Nein, aber jetzt, mich würde mal interessieren, welche Spiele ihr am liebsten nochmal sehen wollt bei mir. Gibt es da bestimmte Spiele, die ihr sagt, yo, wir möchten nochmal sehr gerne City Skyliners sehen. In der neuen Variante. Wir wollen dies oder das sehen. Wir wollen all jedes Projekt von dir nochmal sehen. Oder irgendwie sowas. Das war sehr dämlich bei dem zu machen, weil es bringt überhaupt nichts. Okay, das war auch nicht sehr klug. Das war auch eine Shit-Ecke, wo ich das gemacht habe. Also persönlich würde ich mich, freue ich mich schon wieder auf Transport Fever, weil Transport Fever hat so ein geiles Update bekommen. Ich bin einfach mal 10. Wollt ihr mich mal meinen Arsch schlecken? Bin gut verdammte 10. Ah! Und der fucking 1. Alter, haben viele schon die Runde verlassen. Ich bin 10. und bin drittvorletzter. Das ist ja krass. Also ich hoffe, ich krieg hier mal besser was hin. Jo, schon am Anfang. Das ist ja richtig schade. Jo, und dann am besten backen. Ah! Alter, meine Stimme, die geht gerade weg. Ich stand da schon! Ich werde eh keinen Platz mehr erreichen. 7. Oder euch gefällt, was ich auch noch geil finden würde, die ganzen News-Sachen. Die sind zwar extrem anstrengend für mich zu bearbeiten, beziehungsweise zu, also zu bearbeiten tue ich sie ja nicht, aber die eben zu machen, weil man eben sich sehr groß vorbereiten muss auf die ganzen Sachen. Also man muss sich natürlich recht viel Information ansammeln. Geil. Fuck! Ich habe gedacht, ich kann ihn auf GP machen und paluten, aber anscheinend hat das nicht ganz so geklappt, wie ich das möchte. Bin sowieso 14. also. Wieso kann ich 14? Ja, gut, okay. Ich wollte gerade fragen, wie kann es 14, kann ich 14. sein, wenn ich in der ganzen Runde eigentlich 10. bin? Die Lava-Front ist aber, die ist doch neu. Ich könnte mir nicht sagen, dass die schon immer war. Oh, danke. Mir wird das mal nicht mehr bringen, die 6, aber hallo. Lalalakal, hallo. So, 6 Fiedler zum ersten braucht der erste noch. Dann wollen wir mal gucken, One and Chamber. Noch besser geht's ja überhaupt nicht. Noch mehr Demütigung kann man ja in dem Spiel nicht bekommen. Alter, war das knapp. Das war fucking knapp. Jo, das war klar, dass ich sowieso verliere. Ich stehe zwar direkt neben denen, und aber gut, okay. So, das Server leckt aber ein bisschen. Das liegt. Wieso bin ich? Achso, Pfeil hätte sein können. Ah, nein! Das kann ich ganz, ganz gut gebrauchen, hoffentlich. Ah, das wurde ich gerade angeschrieben oder so. Warum hat er mich nicht abgeschossen? Das frage ich mich gerade, aber okay. Oh, fuck. Aber ich habe 2 Pfeile, das ist schon mal in Ordnung. Mein persönlicher Rekord. Aber ich bin 6. Mit 6 Punkten. Und jetzt nochmal eine 6 würfeln, das wäre ziemlich sexy. Yo, ich bin draußen. Ich war einfach mal außerhalb der Map. Ja, geil. Okay, ich bin öfter Platz, aber... Okay. So Leute, damit war es das mit dieser Runde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran, obwohl ich alleine war. Vielleicht kann ich auch das mal mit mehreren Leuten machen. Und wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, welche Projekte ihr gerne neu aufleben lassen würdet. Ja, ich würde eben sagen, bis zum nächsten Mal, sagt ihr, wenn ihr so wollt. Lasst ein Abo da, wenn euch das ganz gefallen hat. Einen Daumen natürlich auch. Und dann, ciao, ciao.